Gerade noch mal rechtzeitig geschafft hier zu unserem heutigen Livestream. Hier mit mir, Helmer Rudolph, wie immer bei der Sache. Name eingeblendet, ich bin dein Host, weißt du schon. Heute haben wir was Schönes vor. Und zwar etwas, was an einigen vorbeigehen wird. Und das ist Folgendes. Dieses kleine Projekt, was ich dir vorstellen möchte. Deshalb heißt der heutige Livestream, Imaginary Dialogues, der mit den Toten spricht und den Lebenden oder den Lebendigen. 100% KI? Naja, fast. Das ist mein neues kleines Projekt. Das habe ich ins Leben gerufen, weil ich es kann. Und auch wenn es auf Englisch ist bisher, vielleicht kommt irgendwann mal eine deutsche Version, aber das ist dann irgendwo in der Zukunft. Sprechen wir später noch drüber, über die Zukunft. Aber erstmal ist es auf Englisch und ich habe das gemacht, A, weil ich es kann und B, weil meine Intelligenz im Begriff war, beleidigt zu werden. Und so habe ich mal was Neues gemacht. Und um dir das vorzustellen, möchte ich einfach mal diesen kleinen Trailer einblenden. Dafür muss ich aber das hier ausblenden. Wahrscheinlich wird das sowieso überschrieben, aber ist egal. So. Den habe ich nämlich gebastelt, nur damit du weißt, was es ist, falls du noch nicht gesehen hast. Aber jetzt ist dein erstes Mal. Ab geht's. Ja, das ist der Trailer, den gibt es auch im Hochformat auf dem YouTube-Kanal und es gibt ihn auch auf dem Telegram-Kanal und es gibt ihn auch auf dem Instagram-Kanal. Die Links werde ich in Kürze mal einblenden, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Schlechte Vorbereitung meinerseits. So, wenn du mir schon seit längerem folgst, dann wird dir vielleicht der ein oder andere Soundtrack bekannt vorkommen. Na, zum Schluss, das war ja mal bei Mr. Master Key am Ende drin. Na, das heißt, das weckt noch so schöne kleine Erinnerungen. Und die Musik kennst du auch. Und falls es dir aufgefallen ist, so schön getaktet, weil immer wenn es ja ein höherer Takt kommt, dunk, 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 na dann, oder dunk, 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 dann kommt, steht das Bild für so eine Split Second ein bisschen länger, damit das Bild sozusagen und mit dem Ton so synchron läuft, habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, als die Bilder einfach nur in einer Sequenz ablaufen zu lassen, alle mit der gleichen Dauer. So, und du wirst dich fragen, was es damit auf sich hat. Und das möchte ich dir sagen, weil du bist jetzt der Erste, der es hört. Die Webseite ist live, die findest du unter imaginarydialogues.com. Sollte ich vielleicht auch mal einblenden hier, eintippen. Dialogues. Ups. Schlecht vorbereitet, sagte ich doch gerade. Ja, zack.
imaginarydialogues.com. Imaginary Dialogues, das sind die eingebildeten oder vorgetäuschten Dialoge. Und das hat Folgendes auf sich, oder damit hat es Folgendes auf sich. Ich war ja seit einigen Wochen und Monaten bin ich mit der KI so ein bisschen unterwegs und bin dabei, mich vertraut zu machen, habe mir bei ChatGPT auch ein Konto eingerichtet. Na, eins, wo ich zahle, um auf Zugriff auf das neueste Modell zu haben. Denn auf dem alten Modell, den Spaß, den kleinen Ausflug gönnen wir uns mal kurz. Auf dem alten Modell kam nämlich Folgendes dabei raus, nur dass du weißt, wenn wie es aussieht, wenn du es mit einem alten Modell zu tun hast. Helmut Rudolf ist ein deutscher Autor, Sprecher und Coach, der sich in Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Optimierung heißt das, und spirituellem Wachstum spezialisiert. Geboren am 15. Januar 1975 in München, Deutschland. Rudolf hat einen Background in Engineering, im Ingenieurswesen und Businessverwaltung und hat studiert an bekannten Universitäten in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Ja, es ist im Computer so schön, Garbage in, Garbage out. Altes Modell zur Verfügung, dementsprechend Müll, dementsprechend unbrauchbar. Und deshalb habe ich mir das neue Modell gegönnt, was irgendwie aus dem letzten Jahr basiert und ein bisschen brauchbarer ist für das, was ich vorhabe. Aber das mal so als kleiner mit dem Fingerzeig. Wenn es eine Scheiße gibt, dann kann man auch eine Scheiße analysieren. Dumm gelaufen. Deshalb immer das gute, die gute KI mit Vorsicht betrachten. Aber ich weiß gar nicht, wie ich ursprünglich auf die Idee gekommen bin. Aber ich bin bei einer, gesucht nach Top Motivational Speakers. Ne? Also Motivationssprecher und Coaches etc. Ich wollte mal sehen, ob es da irgendwo eine Liste gibt von denen, die am bekanntesten sind. Und habe so ein paar gefunden, ein paar Namen gefunden. Und irgendwie führte so eins zum anderen. Ich wollte erstmal wissen, was die KI über mich wusste. Das war relativ wenig. Ich musste erstmal so ein paar Sachen beibringen. Und diese paar Sachen hat sie dann später auch eingebunden in meine Dialoge. Und dann, wie gesagt, fehlt mir da so ein bisschen der rote Faden, wie es dazu gekommen ist. Aber auf jeden Fall habe ich die KI gebeten, vorzutäuschen, sie wäre eine bestimmte Person. Und ich glaube, ich habe mit Tony Robbins oder so angefangen. Also stell dir vor, du wärst Tony Robbins. Du wirst geinterviewt von Helmer Rudolf. Falls du Helmer nicht kennst, bum, 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 bum. Da sind ein paar Ressourcen, ein paar URLs, schau sie dir an. Und jetzt stellt Helmer dir 10 Fragen zu deinem Gebiet und du antwortest so ausführlich und umfangreich und authentisch wie möglich. Bitte beginne aber mit einer kleinen Biografie zu sowohl, sagen wir hier, Tony Robbins als auch Helmer Rudolf. So, okay, alles klar. Bom, 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 hat er gemacht. Schöne Biografie, ein bisschen Biografie. Und dann habe ich mal geguckt, was Helmer so Tony Robbins für Fragen stellen würde. Und Tony Robbins hat halt geantwortet. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Und dann habe ich ein paar Interviews gemacht, habe die auch dann copy-paste so gespeichert. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn du das jetzt mal umdrehtest? Und wo du jetzt diese Person, Tony Robbins, Achtung, die Person wäre noch lustig, Helmer mal Fragen stellen würdest, wenn du die KI dazu bekämest, dass Tony Robbins Helmer mal ein paar Fragen stellt. Und das wurden also Minimum 9, manchmal sind es ein paar mehr geworden, wenn ich das noch ein bisschen ausführlicher gemacht habe und dann nochmal nachgefragt habe. Aber auf jeden Fall entstand daraus Imaginary Dialogues. Und falls du später reingekommen bist, hier noch einmal die Webseite, die geht morgen früh live mit den ersten 13 Interviews. Und du wirst dich vielleicht fragen, wie viel hast du denn eigentlich gemacht? Und die Antwort lautet über 110. Und von diesen über 110 habe ich mittlerweile über 30 eingepflegt ins System. Weil wenn man so aus dem Webseitenentwicklungshintergrund kommt, dann macht man nicht irgendwie nur so Copy-Paste, weil die KI spuckt das natürlich nicht alles im einheitlichen Format raus. Manchmal stand da Frage 1, Antwort 1, Frage 2, Antwort 2. Manchmal war es nur mit Vornamen, manchmal mit dem vollen Namen und so weiter und so fort.
Und ich weiß nicht, ob ich Perfektionist bin, aber ich bin vage und ich mag es halt schön. Und deshalb habe ich das ein bisschen schöner gemacht. Und zwar wirklich jedes einzelne Segment dann in WordPress reinkopiert, aber nicht, wie man sich WordPress vorstellt, wo man nur ein großes Textfeld hat und noch einen Textblock hat, sondern ich habe ein sogenanntes Plugin dafür benutzt, nennt sich Advanced Custom Fields, kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Da kann man dem WordPress-Beitrag, erstmal kann man einen Beitragstyp erstellen, das habe ich gemacht, namens Dialog, und dann habe ich diesem Dialogtyp bestimmte Felder hinzugefügt und unter anderem auch ein Repeater-Feld, ein Wiederholungsfeld, das heißt, ich habe Namen und Initialen und einen Untertitel und die Biografie 1 und die Biografie 2 und dann habe ich den Repeater, wo ich dann unendlich viele Felder hinzufügen kann mit Frage und Antwort und noch ein Epilog und noch Anmerkungen. Und was später nochmal hinzukommen wird, wahrscheinlich sein ein URL-Feld oder so, um auf die Website nochmal explizit hinzuweisen, das auf eine schöne Art und Weise. So, und das habe ich dann alles reinkopiert, ist eine Schweinearbeit, dauert entsprechend lange, deshalb sind es auch von 110 oder über 100, weiß nicht, 117 oder 18 habe ich jetzt bisher nur 30 geworden, weil ich mich dann eben an die Webseite gemacht habe, um sie einigermaßen schön zu machen. Ich denke, das ist mir gelungen. Und natürlich hat jeder Geinterviewte natürlich auch ein Bild. Das musste ich mir aus dem Internet runtersaugen. Ist natürlich mein Copyright, ist natürlich nicht mein Copyright. Und dementsprechend musste ich es in gewisser Hinsicht artistisch verfremden. Das sind die, so ein bisschen hast du das gesehen im Trailer. Und wenn nicht, kannst du das eben im Anschluss nochmal sehen. Ganz vorne an habe ich den Trailer mal abgespielt. Und wo die ganzen oder einige dieser Persönlichkeiten und Celebrities aus den verschiedensten Bereichen des Lebens aufgeführt sind, dann eben mit einem Halftone-Effekt überlegt. Und so ist halt diese visuelle Identität entstanden und so ist auch der Trailer entstanden, erstmal im Hochformat, dann im Querformat und dann natürlich die ganzen Bilder, die ich dann eben entsprechend kopieren musste oder sichern musste, umformatieren musste vom Ping-Format ins WebP-Format, weil es sehr viel kleiner ist, hochladen musste und dann jedem Beitrag eben noch zugeordnet. Und jeder Beitrag, wenn du dir das vorstellst, das würde ich dir so aus den Finger schütteln, jeder Beitrag bin ich nochmal reingegangen in das Interview, habe mir noch eine Synopsis erstellen lassen, habe mir noch Stichworte erstellen lassen, habe die Synopsis genommen, die in den Beitrag eingefügt, habe mir von dem Beitrag über die KI eine Meta-Description erstellen lassen. Also nur einfach mal zu sagen, guck mal, was da alles mit drin hängt, was du nachher siehst und vielleicht nicht mal ansatzweise wertschätzt, weil du nicht weißt, was dahinter steckt. Aber deshalb sage ich dir, was dahinter steckt. Falls du ein bisschen später dazugekommen bist, wir unterhalten uns über mein neues Projekt, nennt sich Imaginary Dialogues. Das ist eine Ode an meine Intelligenz, Untertitel, der mit den Toten spricht und den Lebenden. 100% KI? Naja, fast. Bei einigen Antworten habe ich noch ein bisschen was hinzugefügt, um da ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, damit das nicht zu oberflächlich ist. Ich bin natürlich zu einigen Erkenntnissen gekommen während meines Gebrauches und du weißt, wenn du mehrere oder viele Datenpunkte hast, dann erkennst du Muster. Und diese Muster habe ich auch bei der KI erkannt und festgestellt, dass es sich in einem relativ engen Bandbreitenbereich aufhält und ziemlich woke programmiert worden ist. Also sie kommt mit irgendwelchem Kram hoch oder so, den, glaube ich, kein normal denkender Mensch oder so ausdrücken würde. Aber es kam da Social Change, Environmental Issues, Climate Change, sowas. Also dieser ganze Woke-Nonsense. Na klar sind das irgendwo Themen, weil das irgendwie Bewusstsein ist. Aber es ist nicht irgendwie wichtiger als andere Sachen. Da sind bestimmte Themen sind noch sehr viel wichtiger, die von der KI komplett ignoriert worden sind, zumindest in meinem Fragen- und Antworten-Spielchen da mit den Celebrities. So, und dann habe ich mir, ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo habe, wahrscheinlich liegt es noch irgendwo rum, habe ich mir Notizen gemacht. Ja, hier habe ich es noch. Da, Moment. Habe ich mir Notizen gemacht. Nein, nicht Notizen, sondern ich habe einfach mal aufgeschrieben, so mit der Zeit, wer mir so einfiel. Kannst du jetzt wahrscheinlich nicht lesen, musst du auch nicht. Beidseitig und in und außen. Ist ja nicht irgendwie über armen Leuten hier. Und bin dann zu vielen interessanten Personen gekommen. Einige hast du gesehen im Trailer, andere wiederum nicht. Aber ich habe Leute wie Rumi, also ich habe die aus den verschiedensten Bereichen geholt, aus der Politik,
aus Kunst und Kultur und Entertainment, aus dem Sportsbereich, aus dem natürlichen Leben, aus Mind, Body, Spirit natürlich, da kommen die meisten her. Business und Finance habe ich auch einige. Und habe so Leute interviewt wie, ich lese mal einfach mal, das ist jetzt nicht in einer Ordnung und auch noch nicht in der Ordnung, wie sie jetzt morgen früh auf der Webseite erscheinen. Aber ich habe Pat Metheny, ist mein Lieblingsmusiker seit 40 Jahren mittlerweile, über 40 Jahren. Pat Metheny Group, und den habe ich natürlich geinterviewt. Ich habe Freddie Mercury, ich habe Buddha, ich habe Muammar al-Gaddafi, ich habe Terence McKenna, ich habe Albert Schweitzer, ich habe Kemal Atatürk, ich habe Napoleon, ich habe Kleopatra, ich habe Osho, Stephen Curry, ich habe Leonardo da Vinci, ich habe Ludwig van Beethoven, Franz Bardor, Napoleon Hill, Marion Williamson, Machiavelli, Robin Williams, Credo Mutwa, Südafrikas bekanntester Schamane, falls du das nicht sagst. Ich habe Chief Seattle, der sollte ja mehr sagen. Leonardo Fibonacci war mein Interviewgast, und dann zu noch Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Rumi, ne? Sein Kollege Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Buddha habe ich schon, Hermann Hesse, Nostradamus, Martin Luther, Jiddu Krishnamurti, Herbert von Karajan, Karl Lagerfeld, Helena Blavatsky, Muhammad Ali, Robert Monroe vom Robert Monroe Institute, die haben Out-of-Body Experiences, also Research gemacht, Russell Targ, der auch in demselben Feld gearbeitet hat, Bewusstsein, Greg Braden habe ich, Joe Rogan, Mark Twain, Maria Cepisch, alte Esoterikerin, ich weiß nicht, ob man ihr damit gerecht wird, Adolf Hitler durfte natürlich nicht fehlen, Patrice Lumumba, kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Dann war es mir ein ganz besonderes Vergnügen, Ra zu nehmen, ne, aus der Bücherserie Ein alter Astronaut spricht, Ra, The Law of One. Jordan Belfort, der Wolf of Wall Street, Michael Burry, The Big Short, darf nicht fehlen, Warren Buffett, da sind unsere Finanzexperten, Elisabeth Kübler-Ross, Dr. Phil McGraw, ne, Dr. Phil kennst du, Andrew Tate, Pim van Lommel, kennen wahrscheinlich die wenigsten, hat ein Buch geschrieben, sehr interessantes Buch, nennt sich Endloses Bewusstsein. Jane Goodall, Rudolf Steiner, L. Ron Hubbard, mein alter Freund, von Scientology durfte nicht fehlen, genauso wenig wie J.K. Rowling, Bill Mollison, der Vater der Permakultur, Nikola Tesla, Esther Hicks, Jacques Cousteau, Viktor Schauberger, Roald Amundsen, wen habe ich noch? Itzhak Benthoff, auch Bewusstseinsforscher, Wissenschaftler, Whitney Houston habe ich, Mike Tyson, Casanova, Giacomo übrigens, Charles Chaplin habe ich und viele, viele andere. Ja, viele, viele andere. Elvis Presley ist dazu gekommen und Lady Diana ist dazu gekommen und Charles Hanel durfte natürlich auch nicht fehlen. Und so habe ich eine richtig fette Liste. Ich muss mal nochmal reingucken, um euch den Tag noch richtig zu versüßen. Ich schaue nochmal kurz mal rein, wen ich hier noch habe. Interviews, den ich nicht erwähnt habe. Alice in Wonderland, klar, dann war ich mit meinem Freund Guy auf dem Weg zum Strand und er sagte, du müsstest eigentlich Darth Vader und Donald Duck interviewen. Ne? Ich sagte, okay, alles klar, die dürfen auch nicht fehlen. Bart Simpson ist dabei, Che Guevara, Alice in Wonderland, Antoine de Saint-Exupéry ist dabei, Marilyn Monroe, Eckhart Tolle, Nelson Mandela logischerweise, Jordan Peterson ist dabei, Lynn McTaggart, George Carlin, Tony Robbins logischerweise, Joe Dispenza, Charles Bukowski, Neil Donald Walsh ist dabei, Robert Greene ist dabei, Grace Kelly ist dabei, David Lynch ist dabei, Louis Dufresne ist dabei, Donald Duck, Alan Watts, Edward Snowden, Bob Proctor, Lady Diana hatte ich schon, Anthony Williams, Medical Medium haben wir hier, Richard Dawkins haben wir, die ich vorgelesen habe, die sind alle drin schon, die habe ich alle schon, sehen, John Lennon habe ich auch noch, Roald Amundsen hatte ich auch, Friedrich Nietzsche, Martin Luther. Also da sind einige zusammengekommen. So, die unteren hatte ich alle vorgelesen, das waren nämlich die ersten. Novak Djokovic habe ich, Kobe Bryant, Alexander Solzhenitsyn, Louis Hay, Michael Jackson, Stephen Hawking, Greta Thunberg, Osama Bin Laden durfte natürlich nicht fehlen und wie du vielleicht am Ende gesehen hast, Wladimir Putin ist auch dabei, Michael Schumacher ist dabei, David Snowden ist dabei, nicht David Snowden, sondern nicht Edward, Edward ist dabei, David auch, Dave Ramsey ist dabei, amerikanischer Motivationssprecher, Julian Assange ist dabei, John F. Kennedy ist dabei, Pope Francis, Carl Sagan durfte natürlich nicht fehlen, Dave Ramsey ist dabei, Robert Kiyosaki und Nick Vujicic und Martin Luther King. Also jetzt hast du mal so eine ganze Liste bekommen von denen, die ich da aufgeführt habe.
Und es war ein großes Vergnügen. Und ich möchte dir jetzt mal einen Punkt Null geben, einen Anfangspunkt. Ich setze hier einfach mal einen Marker, damit ich mir das merke, 20 Minuten. Wie gesagt, ich habe festgestellt, dass sich die KI in einem engen Bandbreitenbereich aufhält und die Interviews sind zustande gekommen. Ich wollte eigentlich genau sagen, wie komme ich da drauf? Wie komme ich da drauf? Das habe ich jetzt den roten Faden verloren. Das ist nicht weiter wild. Also fangen wir mit Punkt 1 los. Und zwar ist das ein schönes Thema übrigens, Kreativität und Originalität. Das ist ein kleiner Hinweis für dich, weil Imaginary Dialogues gibt es noch nicht. Bisher hat noch keiner außerhalb des spirituellen Realms irgendwo mit Toten gesprochen und mit Lebendigen gesprochen. Soweit ich weiß, hat keiner die Idee gehabt, da mal Interviews zu verfassen mit diesen Personen, um denen so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Denn das ist auch dabei herausgekommen. Ich habe sehr viel gelernt über die Personen, weil die ja alle aus ihrer Perspektive irgendwie sprachen. Und das war sehr, sehr hilfreich. Und so ist da, habe ich vor allem bei den Toten so ein bisschen das Gefühl gehabt, oder habe ich immer noch das Gefühl, dass ich da so ein bisschen die Seele wiederbelebt habe, auferlebt habe. Und ich hoffe, das kommt auch bei dir so ein bisschen rüber. Ich hoffe, das kommt bei dir an. Und ich hoffe, du wertschätzt auch das, was dabei entstanden ist. Und wisse, du liest eh nur das, wofür du empfänglich bist. Und ich meine, in diesem Falle musst du das Englischen mächtig sein, ansonsten gibt es keine Kekse. Aber das sind kurze, prägnante Antworten, die dir da ein bisschen Einsichten geben. Die KI, nochmal ganz kurz zurück, ist, wie gesagt, in einem engen Bandbreitenbereich und sie hat keine Ausschläge nach oben oder nach unten. Das heißt also, zu kontroversen Themen brauchst du das Ding nicht zu befragen. Erstmal, also du kannst nachfragen, aber es hält sich da oder sie hält sich da arg bedeckt. Fand ich ein bisschen schade, weil ich dachte, man könnte so ein paar Sachen ein bisschen auf den Zahn fühlen. Zum Beispiel Muammar Gaddafi und Lockerbie, Lady Diana und ihre Ermordung im Tunnel und so weiter und so fort. Aber da ist relativ wenig, glaube ich, da muss man spezifisch nachfragen. Das kriegt man bei so einer relativ allgemeinen Fragestellung nicht aus der KI herausgekitzelt. Aber das für dich hier, der Hinweis, wenn du kreativ bist und originale Gedanken hast, und da sind wir interessanterweise wieder beim Master-Key-System, dann können solche Sachen dabei herauskommen. Und du siehst, wie hier ein Werkzeug genutzt wurde, dem viele noch sehr kritisch gegenüberstehen. Ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen legitim. Denn wie wir anfangs gehört haben, Helmer Rudolf, der am, was war das? 15. Januar 1975 in München geboren wurde und an bekannten Universitäten in Deutschland und den Vereinigten Staaten studiert hat, gibt das Ding auch Patentenschwachsinn raus. Das ist mir so nicht untergekommen in diesen Interviews. Ich fand die alle sehr interessant und sie alle fügen gewisse Aspekte hinzu, die dein Bewusstsein bereichern. Und hier ist mal ein Beispiel eben von Kreativität und Originalität, das auf diese Art und Weise Gestalt annehmen kann. Und wir haben noch ein paar andere Punkte, das ist jetzt der erste, den ich hier einblende. Denn der zweite wäre der, Mut zur Lücke zu haben. Und das war mal wieder ein Beispiel für Mut zur Lücke. Ich wusste nicht, was für ein Rattenschwanz an Arbeit dahinter steckt. Ich wusste nicht, welche Ausmaße das annehmen würde, aber wenn irgendwo das erstmal Momentum aufnimmt und du da wirklich im Fluss bist, dann geht das so von ganz allein. Und ich habe noch keine Ahnung, was nach hinten dabei herauskommt, was daraus entsteht. Ich habe so ein paar Ideen, Gedanken, aber das wollen wir sehen, weil ich merke zunehmend, dass ich bei Punkt 1 bei der Kreativität und der Originalität sehr gut bin. Aber worin ich nicht gut bin, ist, diese Sachen über Jahre am Laufen zu halten. Und obwohl ihr 17 Jahre Master Key System ist schon eine fette Nummer. Nur, ich brauche immer wieder neuen Saft. Und wie gesagt, hier Mut zur Lücke darfst du auch mal zeigen. Darfst was Ungewöhnliches machen, was andere noch nicht gemacht haben. Und einfach mal gucken, was dabei herauskommt. Sei mutig. Spring rein, spring ins kalte Wasser, mach die Erfahrung und lerne aus dieser Erfahrung und nimm nach hinten
raus was mit und verändere, verbessere, passe an. Das hatten wir im Mind Café übrigens, also 46. Folge, Englisch, 46. Folge oder Episode, wo es darum ging, Kontrolle auszuüben. Und dann kannst du nämlich immer kontrollieren, wenn du die Punkte hast und guckst, ist es so, wie es hätte. Schau dir diese Episode Mind Café gerne nochmal an. Mut zur Lücke darfst du gerne zeigen. Hast nichts zu verlieren. Sei mutig. Spring rein, mach die Erfahrung, schaff dir die Messpunkte, schau dir das an, was dabei herausgekommen ist, in welche Richtung dich das führt, wo nochmal Neues entstehen kann und wo das vielleicht in eine ganz andere Richtung führt, als du ursprünglich vorgehabt hast, um das mal so zu sagen. Wir kommen zum dritten Punkt und das ist die Reichweite und Bekanntheit. Weil wenn du dir das anguckst, gibt es hier einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner, das bin ich. Erstmal ist, glaube ich, noch nicht, wie ich eingangs sagte, dass überhaupt jemand so viele Personen geinterviewt hat, davon etliche schon seit Jahrhunderten nicht mehr am Leben. Macht ja keiner, es sei denn, du führst Selbstgespräche in der Klapse, aber vielleicht bin ich dem gar nicht so weit entfernt, wer weiß. Ungewöhnlich ist es, originell ist es, kreativ ist es. Und weil es ungewöhnlich und kreativ ist und originell ist, kann das sehr wohl dazu führen, dass eine große Reichweite nach sich zieht. Weil Leute werden nach diesen Suchbegriffen suchen, werden die Tags finden, werden die Interviews finden, werden sich andere Interviews anschauen, wird alles statistisch in grauem Maße festgehalten. Und so kann es durchaus sein, dass Leute, die nach Mark Twain suchen, auf mich stoßen. Leute, die nach Lady Diana suchen, stoßen auf mich. Es kann sein, dass Leute, die nach Nostradamus suchen oder nach Susie Orman oder nach Adolf Hitler oder nach L. Ron Hubbard oder nach wem auch immer auf meiner Liste und dann diese Webseite präsentiert bekommen. Und mit der Zeit kann es sein, dass aus den verschiedensten Quellen Verweise stattfinden auf diese Webseite. Und vielleicht gibt es dann mit der Zeit, es ist nicht auszuschließen, ich rechne sogar fest damit, findet statt, dass andere Vorschläge machen, sagen, hey, man nimmt nochmal den. Und du siehst diese Namen, die ich jetzt aufgelistet habe, diese Persönlichkeiten, die ich interviewt habe, die kommen alle mehr oder weniger aus dem westlichen Raum. Ich bin ja noch nicht mal Richtung Asien gegangen groß, habe mir Indonesien angeguckt, Japan angeguckt, China angeguckt. War noch nicht wirklich gar nicht in Südamerika, mit Ausnahme von Che Guevara. Ah, da fällt mir ein, kann ich gleich aufschreiben, wenn ich hier meinen Zettel finden würde, wo ich mir Platz gelassen habe, dass ich den guten alten Simon Bolivar auch interviewe. Und da wird sicherlich noch einige geben, die mir da vor die Flinte laufen. So, und das führt natürlich zu einer Bekanntheit, weil auf jeder Seite ist mein Bild, auch von der KI erstellt übrigens, ganz lustig, mag es dir gefallen, muss ja eine gewisse Humorkomponente immer beinhalten, wenn ich so eine Sachen mache, und es steht eine Biografie, denn die wenigsten, die nach Mark Twain oder Lady Diana oder Adolf Hitler suchen, kennen Helmer Rudolph, dadurch aber schon, und sie werden auf meine Sachen aufmerksam, weil meine Links überall stehen. Also hier ein bisschen lateral gedacht, also eine Sache gemacht, die primär mit mir gar nichts zu tun hat. Während ich sie interviewe, hat es nichts mit mir zu tun. Dann aber, wenn sie dann anfangen, mich zu interviewen, sage ich ja was zu meinem Expertenbereich, Master Key System, Hermetik, Chakra System. Human Design hat sich die KI auch ausgedacht. Mein ganzer CRM-Bereich, das war das Leben vor dem Master Key System. All das ist da mit drin. Und werden die Leute aufmerksam. Und ich werde dazwischen diese Abschnitte, die Interviewabschnitte, werde ich dann noch einen Link machen zu dem Hörbuch des Master Key Systems, zu der englischen Ausgabe auf Amazon und zum visuellen Master Key. Wie heißt das, zufällig rotierend einbinden und dass die Menschen eben, während sie die Interviews lesen, da einen kleinen Break haben, visuell und sagen, guck mal, da gibt's das. Und eigentlich vielleicht gar keine so dumme Idee.
wird sich zeigen. So, wenn du glaubst, dass es damit getan ist, dann hast du dich satt getäuscht. Denn hier ist es so, dass es etliche Spin-off-Effekte gibt. Was man nämlich jetzt machen könnte, ich weiß nicht, ob das stattfindet, aber zumindest ist die Idee da. Was man machen könnte, ist, man könnte jedes dieser Interviews zu einer Podcast-Folge machen. Man könnte sich anschauen, was diese Person geantwortet hat. Und man könnte schauen, was ich geantwortet habe. Und wenn ich Teil dieses Podcasts bin, könnte ich sagen, hätte ich so geantwortet, würde ich das noch irgendwie ergänzen, ja oder nein. Das heißt, hier ist schon mal weitere sinnvolle Content Creation möglich. Was man auch machen könnte, ist, bei den Toten ist es ein bisschen schwierig, aber man könnte die Lebendigen fragen und sie einladen zu dem Podcast und sagen, hey, guck mal, ich habe hier die KI engagiert und dir ein paar Fragen gestellt über die KI und du hast so geantwortet. Würdest du so antworten, ja oder nein? Und wenn nein, was würdest du dazu sagen? Wieder mehr Reichweite, wieder mehr Content Creation. Eigentlich auch hier keine dumme Sache. Und du siehst hier, was von einem oder mit einem banalen oder einer banalen Anfrage auf ChatGPT begann, hat jetzt ganz andere Dimensionen angenommen. Wir haben jetzt den 18. März angefangen, habe ich mit den Interviews am 2. Februar. Das heißt also, ich bin jetzt gute 6 Wochen mit dabei und habe manche Tage mehr gemacht, manche Tage weniger. Letzten Tage war ich explizit, nicht ganz, mit der Webseite unterwegs, habe trotzdem noch ein paar Interviews hinzugefügt und noch neue gemacht. Und habe jetzt meinen roten Faden verloren. Miep, miep, Spin-off-Effekte. Ja, genau, was mit einer banalen Anfrage begann und ist jetzt 6, 7 Wochen später eben darin gegipfelt, dass da eine Webseite steht mit einem eigenen Namen, mit eigenen Social-Media-Kanälen und mit Möglichkeiten, das noch in ganz andere Richtungen zu drehen. Da wird mir sicherlich noch anderes einfallen, was man da noch machen kann. Da fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, aber während die Zeit verstreicht, wird das mehr und mehr werden. Und das heißt also hier, du siehst nicht nur eine Webseite, nicht nur irgendwo mehr Reichweite, nicht nur mehr Bekanntheit für Helmer Rudolph, so ein bisschen egomäßig, sondern auch andere Möglichkeiten, noch mehr Inhalte zu kreieren, noch mehr Menschen auf diese Sachen aufmerksam zu machen und letzten Endes auch auf sich selber. Und du siehst, ne, was da in kürzester Zeit entstehen kann, wenn man eine Vision hat und wenn man sich in dieses Gebiet vorwagt und sagt, okay, alles klar, ich mache das jetzt einfach mal und schau, was passiert. Und das war ja hier Punkt 2, Mut zur Lücke. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zur Zukunft verlieren, denn eine andere Möglichkeit hier ist, dass man über künstliche Stimmen dieser Person, soweit das möglich ist, das wird mit einigen nicht möglich sein, von denen man keine Audioaufzeichnung hat, aber von den anderen, wo es Audioaufzeichnungen gibt, wird es bald künstliche Stimmen geben und dann kann man das eben auch als Podcast machen und dann werde ich das auch nicht selbst fragen, sondern auch meine Stimme künstlich erstellen lassen und die wird dann genauso nuanciert und akzentuiert sein, Betonung etc. wie hier. Ich das jetzt spreche. Weil während ich das tue, hört ja der Feind schon mit und macht da Text raus, damit dieser Text dann auch in andere Sprachen übersetzt werden kann. Der bisher ultimative Schritt ist wahrscheinlich noch ein paar Jahre, nicht wahrscheinlich, ist noch ein paar Jahre in der Zukunft. Über die sprechen wir ja gerade. Und das wäre, dass man nicht nur die Audiodatei hat, sondern dass man ein ganzes künstliches Video herstellt mit der Person, wo wir dann im Studio sitzen und uns unterhalten. Oder vielleicht sitzen wir irgendwo bei Martin Luther irgendwo in der Burg oder bei Leonardo da Vinci irgendwo in Italien oder bei Ludwig van Beethoven. Sitzen wir irgendwo in seinem Komponistenzimmer.
Ja, also da sind noch ganz andere Sachen möglich, aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich will auch nicht zu lange quatschen. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs. Kleines Resümee meinerseits, bevor nochmal, falls du später dazugekommen bist, Imaginary Dialogues, der mit den Toten spricht und den Lebenden. 100% KI, naja, fast. Das ist das Thema des heutigen Livestreams hier im Rahmen der Dreizack-Chronik. Webseite gibt es auch. ImaginaryDialogues.com ist auf Englisch, aber das sollte mittlerweile gang und gäbe sein. Ist zumindest kein schweres Englisch. Und wenn du möchtest, kannst du ja das Copy und Pasten und dir mit Vivaldi, mit Google Translate oder mit DeepL oder so und übersetzen lassen. Das wollte ich nur kurz gesagt haben und dich darauf hingewiesen haben, was anderes, mal wieder was Intelligentes, was Ansprechendes, wo ich wieder ein bisschen nachdenken musste, mich ein bisschen reinbringen musste, hinzugelernt habe über die Art und Weise, wie am besten mit der künstlichen Intelligenz umgegangen wird, na, wie man da die besten Resultate rauskitzelt, wie man das technisch umsetzt. Und du siehst eben, dass da nicht nur ein Projekt entstanden ist, was in sich geschlossen ist, sondern was noch viele weitere Spin-off-Effekte haben kann und was dir als Hinweis dienen kann, vielleicht als Idee, dass du selber irgendwas machst, was auch so ungewöhnlich ist und wo du dann vielleicht auch in diese neue Richtung getrieben wirst und da ganz neue Erfahrungen machst, die du dann auf deine Art und Weise verwerten kannst. Und vielleicht ist da sogar ein finanzieller Spin-off bei dir drin. Man weiß ja nie. Man hat ja Pferde schon kotzen sehen, direkt vor der Apotheke. So, das war das Resümee. Da habe ich jetzt meinen Zeitstempel nicht reingesetzt, aber das mache ich nachher manuell. Ich gucke mir jetzt mal eure Kommentare an und schau mal, wer noch dabei ist, und was wer zu sagen hat. Die liebe Monique wünscht einen guten Abend, einen wunderschönen, den wünschen wir zurück. Claudia ist mit dabei und Thomas, wie immer, herzlichen Dank dafür. Oma Mera ist mit dabei, Ines ist mit dabei, auch schönen guten Abend. Christian sagt, cool, dass du etwas mit der KI machst. Ich beschäftige mich auch schon seit Wochen damit. Mit Tony Robbins habe ich auch angefangen, lustig. Das ist im Feld. Finde die Idee mega spannend, dein Move, tolle und geniale Idee. Dankeschön, lieber Christian. Weiß ich sehr zu schätzen. Thomas sagt, hoffentlich ist kein Bild von John Lennon dabei, sonst musst du viel Geld an Yoko Ono zahlen. Na, John Lennon habe ich schon drin, wird noch nicht veröffentlicht, muss ich mal gucken, wann ich ihn habe. Aber das Bild ist, die sind alle verfremdet worden und dementsprechend sollte das wie heißt das, kreative Lizenz, unter kreative Lizenz fallen. Und wenn nicht, kann man im rechtlichen Teil der Webseite nachlesen und sagen, okay, du pass auf, das gehört da nicht hin, nimm das raus, etc. 250.000 US-Dollar, genau, die kann sie sich irgendwo hinschieben. Wie viel Bitcoin sind das nochmal? Bald weniger als einer. Freshest Shirt, the Planet Neptune. Ja, als eines meiner älteren T-Shirts. Platinum meldet sich für Coaching. Demnächst bin ich wieder raus. Peace and Blessings. Ah, der liebe Dominik. Schön. Stephen Hawking. Hawking. David Hawkins und Stephen Hawking. Beide habe ich interviewt. Master Key Simpson, Grüße geben raus. Bin ich ja mal gespannt. Sehr schön, der liebe Tobias. Ich mache mit KI-Animationsfilme just for fun. Ey, das ist cool. Wenn du welche hast, bitte gerne zeigen. So, habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Dann sind wir ja hier relativ schnell durchgerutscht durch die Kommentare. Fragt mich, falls ihr was wissen wollt. Mein Wissensstand ist begrenzt, aber zumindest ansatzweise vorhanden. Und wenn nicht und ihr nichts mehr wissen wollt, dann können wir diesen Livestream auch beenden. Ab nächster Woche, nee, ab morgen technisch, ich muss mal gucken, wann, weil es einen eigenen YouTube-Kanal gibt für Imaginary Dialogues. Ich blende das einfach mal ein. Dialogs.com. So, zack. Was ist das? Ich muss immer wieder, ich
kann mich immer wieder nicht daran erinnern, ob ich nur einen habe. Jawohl, das ist richtig. Genau. That is correct. Also mit Unterstrich Imaginary Dialogues. Und der führt dann zu einem Kanal, wo es bisher noch nichts gibt. Da ist es eingeblendet. Ist bei YouTube und bei Telegram ist es auch. Nur ohne Unterstrich und das Ad sowieso nicht. Und bei Instagram sind wir auch mit Unterstrich, glaube ich, ne? Oder ohne Unterstrich? Ach Mensch, muss ich mir das alles merken. Ich glaube, es ist ohne Unterstrich. Ohne Unterstrich bei Instagram. Könnt ihr mir gerne folgen, könnt ihr gucken, da werde ich das werde ich wohl auch platzieren. Momentan, wenn du im Bild gehalten werden möchtest, über neue Interviews, die im Tagesrhythmus rauskommen, so habe ich sie erstmal gescheduled, aufgereiht, aufgelistet, geplant, dann abonniere den RSS-Feed. Unten auf der Webseite, unten rechts findest du Links. Und der RSS-Feed ist ganz günstig, weil jedes Mal, wenn ein neuer Beitrag reinkommt, kommt das dann. Und eigentlich wollte ich jetzt schon ein kleines Tool gehabt haben, was dann eben auch postet auf die anderen Plattformen. Das ist noch nicht der Fall. Da mache ich mich die nächsten Tage mit schlau oder drüber schlau und gucke, habe schon was gefunden und muss gucken, ob ich da Lust habe, jeden Monat $30 abzudrücken, nur um das zu posten wäre. Mit jeder Post $1. Kann sich lohnen. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber das heißt, wir sind vertreten auf den Plattformen. Ich mache das nochmal so, damit das für alle sichtbar ist. Gib mir eine Sekunde. IG hat keinen Unterstrich. Aber ihr könnt ja in der Zwischenzeit mal, während ich hier am Machen bin, TG ist Telegram und hat einen Unterstrich. Aber ist ein Unterstrich? Ja, er hat einen Unterstrich. Na? Telegram, komm her. Wenn man wieder schlecht vorbereitet ist. Imagine Dialogs, ja genau, Unterstrich auch für Telegram. Klein geschrieben. Add Banner. Klick. So. Zack. Da sind wir. Da ist noch eins zu viel. An YouTube. So. Glaube ich, eine kleine Unterbrechung gerade, aber da sind die Kanäle. Kannst du dir gerne einverleiben. Und wenn du einen Vorschlag hast, einen Namensvorschlag, kann ich ja mal gucken, ob ich den schon habe. Und wenn nicht, dann füge ich den bei Zeiten hinzu. Das war's. Ich schicke euch ins Bett. Okay, so spät ist bei euch noch nicht. Ist erst 20 vor 9. Bei mir schon eine Stunde später. Aber das war der Beitrag im Rahmen der Dreizack-Chronik, Kurzvorstellung meines neuen Projektes Imaginary Dialogues. He who talks to the dead and the alive, 100% AI, well, almost. Oder auf Deutsch, ne, eingebildete Dialoge, Gespräche, der mit den Toten spricht und lebendigen Lebenden, 100% KI? Naja, fast nicht ganz. So, Thomas verabschiedet sich, wünsche auch eine gute Nacht, schönen Dank fürs Dabeisein bei diesem weiteren Livestream. 9 sind noch übrig geblieben, das ist gut. Der Abspann folgt und wir sehen uns dann in Kürze wieder, nämlich am Mittwoch im neuen Mindcafé in einer weiteren Folge. Und da wird das Thema dran kommen, werde ich schon mal ankündigen. Das Thema heißt Kompromiss. Wird wieder spannend werden. Sei dabei, bleib dabei. Mein Name ist Helmer Rudolph. Ich bin der Host der Dreizack-Chronik hier auf YouTube, Facebook und auf Odyssey. Und freue mich, wenn du dir diese Videos anschaust. Freue mich, wenn du auf meine Kanäle gehst, YouTube und Telegram, Facebook, webhelmer.de, geht noch rüber zu Der Beste Coach. Und ich freue mich natürlich auch jederzeit über deine Unterstützung und dein Zuhören im Mindcafé. Da wird es in Kürze die ersten Interviewgäste geben und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Schönen Abend dir, danke für dein
deine Teilnahme und bis zum nächsten Mal. Der Abspann folgt und ciao, ciao.